Ja, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, liebe Palästina-Solidaritätsleute, unsagbar, das ist mir eingefallen, wie ich gefragt worden bin, ob ich hier reden soll. Unsagbar, unsagbar, was dieser Tage, unsagbar, das, was seit fast 5 Monaten im Gazastreifen passiert. Zuletzt die Erschießung von Hungernden, die bei uns in den Medien als tödlicher Vorfall bezeichnet worden ist. Unsagbar. Und dennoch, wir müssen reden, wir dürfen nicht schweigen. Währenddessen hat sich in den Medien Routine breit gemacht, eine schreckliche Routine. In den englischsprachigen Medien wird über das schrecklichste Ereignis des Tages noch berichtet und immer mit dem Zusatz, es sei eine Antwort auf den 7. Oktober 2023. In den deutschsprachigen Medien verbreitet sich Schweigen, Verschweigen der jeweiligen Schreckenstat. Und statt einer adäquaten Berichterstattung über den zionistischen Terror gibt es die Skandalisierung jener Stimmen, die sich gegen den Völkermord aussprechen. Die Skandalisierung jener Stimmen, die den strukturellen Rassismus anprangern, der in Israel Platz gegriffen hat. Den anti-arabischen Rassismus. Zuletzt geschah dies in großem internationalen Rahmen bei den Filmfestspielen in Berlin. Mehrere Filmschaffende äußerten sich gegenüber der israelischen Aggression und ihren deutschen Unterstützern kritisch. So hat der ghanesische Filmemacher Ayoti Tsaba seinen Film wegen der deutschen Zensurpraxis zurückgezogen. Er ist Mitglied und hat unterschrieben die Initiative Strike Germany. So hat der amerikanische Experimentalfilmer Ben Russell mit Palästinensertuch auf der Abschlusspressekonferenz aufgetreten, Israel Genozid vorgeworfen. Und so hat die Schweizer Jurorin Verena Peravel sich an ihren Rücken die Parole angeheftet, Ceasefire now. Ceasefire now. Das heißt, ein Gutteil des internationalen, größten internationalen deutschen Filmfestivals hat sich von antizionistischer und pro-palästinensischer Seite gezeigt. Und was haben die deutschen Medien daraus gemacht? Sie sprechen von Täter-Opfer-Umkehr und sie werfen mit der Antisemitismus-Keule um sich. Auch die arabischen Medien, die ich mir ein bisschen angesehen habe, sind gespalten. Zwar verurteilen alle die israelische Aggression und niemand nimmt das Gerede von der Selbstverteidigung Israels ernst, aber in der konkreten Berichterstattung gibt es extreme Differenzen. Da ist auf der einen Seite der katarische Sender Al Jazeera, der lückenlos und engagiert dokumentiert die israelischen Gräueltaten. Demgegenüber stehen allerdings zum Beispiel ägyptische Medien, die sehr stark Zurückhaltung üben und auch auf den Straßen, ich komme nämlich gerade zufällig aus Kairo, sind weniger Palästinafahnen zu sehen als hier in Wien. Die von der israelischen Armee angerichteten Gräueltaten sind die schlimmsten, die je in Palästina angerichtet worden sind. Und sie sind die schlimmsten seit Fallujah im November 2004, als damals die US-Armee eine ganze arabische Stadt mit 350.000 Einwohnern dem Erdboden gleichgemacht hat, unter Einsatz von weißem Phosphor. Und nun Gaza. 1,7 Millionen Vertriebene, 4/5 aller Häuser zerstört, 30.000 gezählte Tote, ungezählte Verschüttete, zigtausende zu Krüppeln gemachte, Hunger und Seuchen. Und, was vielfach vergessen wird, die zionistische Aggression betreibt auch die Auslöschung der palästinensischen Kultur, die Auslöschung der palästinensischen Denkmäler, der muslimischen Gebetsstätten, der christlichen Gotteshäuser, zum Beispiel die Zerstörung der Al-Omari-Moschee aus dem 13. Jahrhundert, zum Beispiel die Zerstörung der griechisch-orthodoxen Polyphorios-Kirche mit 18 Toten während eines Bombardements, zum Beispiel den Friedhof Bab al-Bahr, zum Beispiel die Zerstörung der 2 größten Bibliotheken im Gazastreifen.
Laut UNESCO, einem Bericht vom 21. Februar, also von 2 Wochen, sind 206 kulturelle, religiöse und archäologische Stätten in Palästina durch israelische Luftangriffe zerstört worden. Das heißt, Israel betreibt die Auslöschung des historischen Gedächtnisses. Noch ein Wort zum Krieg in Gaza. Es ist ein Krieg mit völlig ungleichen Kampfmitteln. Die Attacke der Hamas vom 7. Oktober 2013 war grausam, eine Bodenoperation und mit vergleichsweise einfachen Waffen und wenigen Kämpfern. Israels Krieg gegen Gaza, und der ist keine Selbstverteidigung, weil es so etwas nicht gibt zwischen Besatzern und Besetzten, Israels Krieg ist eine mit modernstem Gerät durchgeführte Bodenluftoperation mit Marineunterstützung. Gegen eines der dicht besiedelten Gebiete der Welt, gegen einen Landstrich, der keine Luftverteidigung besitzt, gegen einen Gegner ohne Luftwaffe. Das heißt, Gaza und seine Bewohner sind den israelischen Angriffen völlig schutzlos ausgeliefert. Dieses extreme Ungleichgewicht zwischen Besatzern und Besetzten kommt bei uns in den Medien und in der Politik nicht zur Sprache. Was können wir hier in Österreich tun, um dem Massaker im Gaza ein Ende zu bereiten? Sehr viel ist es leider, muss ich sagen, nicht. Wir können und müssen Gaza und seinen Bewohnern unsere Solidarität zeigen, und das tun wir heute. Wir müssen unsere Regierung, so schwer das sein wird und mit dieser Regierung nicht zu machen, auf Kurs gegen das belizistische und zionistische Israel bringen. Und es gibt Regierungen im globalen Süden, es gibt Brasilien, es gibt viele Länder, die auf diesem Kurs bereits sind. Selbst in Frankreich gibt es Ansätze dazu. Wir können und müssen die Erinnerung an jene bewahren, die ihr Leben gegen diesen zionistischen Wahnsinn gegeben haben. Wie zum Beispiel, und der ist heute schon erwähnt worden, der US-Forceman Aaron Bushnell, der sich in Washington vor der israelischen Botschaft aus Protest gegen die israelische Politik mit den Worten Free Palestine selbst angezündet hat. Wir müssen die Opfer des Judenstaates gedenken. Wir müssen ihnen gedenken und wir müssen zu guter Letzt überall dort, wo wir sind, bei Freunden, bei Frieden, bei Bekannten, für den Frieden eintreten. Waffenstillstand jetzt. Hände weg von Rafah. Israel raus aus Gaza.